Hallo, in diesem Video möchte ich die Ergebnisse von dem letzten Video anwenden und ein wenig üben. Angenommen, wir haben einen Kreis und ein einbeschriebenen gleichseitigen Dreieck. Alle Eckpunkte dieses Dreiecks liegen auf der Kreislinie. Ich werde mein Bestes geben, um das gut zu zeichnen. Wenn ich gleichseitiges Dreieck sage, bedeutet das, dass alle seine Seiten gleich sind. Diese Seitenlänge ist a, diese ist a und diese ist auch a. Angenommen, dass der Kreisradius 2 ist. Ich schlug diesen Wert vor, um die Aufgabe zu lösen. Angenommen, dass der Radius 2 ist. Der Abstand von der Mitte des Kreises zu jedem Punkt auf der Kreislinie, also Radius, ist 2. Wir benutzen die Kenntnisse aus den vorherigen Videos um das grundlegende Wissen der Trigonometrie. Wenn das Wort Trigonometrie euch Angst macht, seht zwei oder drei Videos aus der Playlist der Trigonometrie und ihr werdet verstehen, was ich hier tue. Ich möchte die Fläche der Bereich zu berechnen, der innerhalb des Kreises, aber außerhalb des Dreiecks ist. Ich möchte die Fläche dieses kleinen Stück und dieses Stück und dieses zu berechnen. Natürlich kann ich die Fläche des Kreises ganz leicht herausfinden. Fläche eines Kreises. Sie ist gleich Pi mal R Quadrat oder Pi mal 2 Quadrat, das ist gleich 4 mal Pi. Und ich kann von 4 mal Pi die Fläche eines Dreiecks abziehen. Das heißt, dass wir jetzt die Fläche des Dreiecks finden sollen. Wie viel beträgt die Fläche eines Dreiecks? Vor ein paar Videos habe ich euch über den Satz des Herrn erzählt. Wenn ihr die Länge der Seiten eines Dreiecks wisst, könnt ihr seine Fläche berechnen. Wir wissen die Seitenlänge aber noch nicht. Wenn wir die wüssten, hätten wir wahrscheinlich die Fläche herausgefunden. Lass uns den Satz des Herrn anwenden, ohne die Seitenlänge zu kennen. Mal sehen. Alle Seiten dieses Dreiecks sind gleich a. Wir verwenden den Satz des Herrn. Wir bezeichnen die Fläche als S, die gleich a plus a plus a durch 2 ist. Und das ist das gleiche wie 3 mal a durch 2. Wenn man die Fläche dieses Dreiecks durch Seite a ausdrückt, die Fläche eines Dreiecks ist gleich Wurzel aus S, die gleich 3a durch 2 mal s minus a ist. Das ist 3a durch 2 minus a. Oder ich kann schreiben 2a durch 2. Stimmt's? A ist das gleiche wie 2a durch 2. Und diese beiden Zweier könnt ihr wegkürzen und a erhalten. Ich wiederhole das dreimal. Anstatt das dreimal für jede Seite multiplizieren, kann ich das kubieren. Wie viel haben wir dann? Das ist gleich Wurzel aus 3a durch 2, 3a minus 2a ist gleich a, also a durch 2 Kubik, das ist gleich, ich werde die Farbe ändern, also 3a mal a Kubik ist gleich 3a hoch 4 durch 2 mal 2 Kubik, das ist 2 hoch 4 oder 16. 2 mal 2 Kubik ist gleich 2 hoch 4, das ist 16. Wir ziehen die Wurzel aus dem Zähler und dem Nenner. A hoch 4 wird zu a Quadrat, mal ich schreibe einfach Wurzel aus 3 durch die Wurzel aus dem Nenner, die gleich 4 ist. Wenn wir a kennen, können wir den Satz des Herrn anwenden und die Fläche des Dreiecks finden. Wie können wir a berechnen? Was wissen wir noch über die gleichseitigen Dreiecke? Wir wissen, dass alle diese Winkel gleich sind. Und weil sie zusammen 180 Grad betragen sollen, soll jede von denen 60 Grad sein. Hier ist 60 Grad, hier ist 60 Grad und hier ist auch 60 Grad. Mal sehen, ob wir mein letztes Video über Peripherie und Zentrierwinkel nutzen können. Hier
haben wir einen Peripheriewinkel. Sein Scheitel liegt auf dem Kreis. Und dieser Winkel ist über diesen Bogen. Der Zentrierwinkel, der über dem gleichen Bogen ist, ist hier. In Anbetracht dessen, was wir im letzten Video gesehen haben, können wir sagen, dass ein Zentrierwinkel doppelt so groß wie ein Peripheriewinkel über dem gleichen Bogen ist. Also dieser Winkel beträgt 120 Grad. Ich markiere das mit einem Pfeil. 120 Grad. Er ist doppelt so groß wie dieser. Wenn ich diesen Winkel halbiere, ich ziehe eine Linie von Winkelscheide nach unten, wie viel betragen diese zwei Winkel? Jeder beträgt 60 Grad. Hier ist 60 Grad und hier ist 60 Grad. Wir wissen, dass ich diese Seite halbiere, weil das ein gleichschenkliges Dreieck ist. Hier haben wir einen Radius r, der ist gleich 2. Dieser Radius r ist auch gleich 2. Dieses Dreieck ist symmetrisch und wenn ich eine Linie durch die Mitte ziehe, wird diese Seite in zwei gleiche Abschnitte geteilt. Jede ist gleich der Hälfte von dieser Seite. Lass mich ein gleichschenkliges Dreieck zeichnen. X-beliebiges gleichschenkliges Dreieck, in welchem diese Seite und diese gleich sind. Das sind in diesem Beispiel die Radien. Dieser Winkel ist gleich diesem Winkel. Wenn ich die Höhe zeichne, teile ich die Grundseite in zwei gleiche Teile. Diese beiden Abschnitte sind gleich und da die ganze Seite A ist, entspricht jeder dieser Abschnitt A durch 2. Jetzt nutzen wir unsere Kenntnisse der Trigonometrie, um die Verhältnis zwischen a und r zu finden. Wenn wir a durch r ausdrücken, dann können wir a-Werte in die Formel einsetzen und unsere Dreieckfläche berechnen. Und dann ziehen wir das von der Fläche des Kreises ab und dann haben wir es geschafft. Lass uns versuchen. Hier haben wir einen 60-Grad-Winkel. Der ist die Hälfte des Zentrierwinkels. Hier 60 Grad Winkel und die gegenüberliegende Seite. Man nennt sie auch Gegenkathete. Die Gegenkathete ist a durch 2. Wir kennen auch die Hypotenuse. Hier haben wir den rechten Winkel. Und wir haben auch die Höhe. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Also, die Gegenkathete ist a durch 2. Die Hypotenuse ist r. Das ist die Hypotenuse unseres Dreiecks. Sie ist gleich 2. Gibt es ein Verhältnis zwischen der Seite, die dem 60-Grad-Winkel gegenüber liegt, also die Gegenkathete, und die Hypotenuse? Und wie nennt man dieses Verhältnis? Sinus ist das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Ich scrolle das nach unten, weil ich nicht genug Platz habe. Also, der Sinus dieses Winkels, der Sinus von 60 Grad, ist gleich dem Verhältnis der Gegenkathete a durch 2 zur Hypotenuse, die unser Radius 2 ist. Also a durch 2 durch 2 oder a durch 4. Wie ist der Wert von Sinus von 60 Grad? Wenn ihr nicht wisst, was der Sinus ist, guckt ein paar Videos von den Trigonometrie-Videos. Das soll euch nicht abschrecken. Sinus von 60 Grad. Erinnert ihr euch an das Video über die 30, 60, 90 Dreiecke? Lass mich eins hier zeichnen. Das ist ein 30, 60, 90 Dreieck. Hier sind 60, 30 und 90 Grad. Vielleicht wisst ihr noch, diese Länge ist 1. Hier ist ein Zweitel und diese Länge ist Wurzel aus 3 durch 2. Sinus von 60 Grad ist das Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Wurzel aus 3 durch 2 durch 1 ist Sinus von 60 Grad. Wenn ihr keinen Rechner habt, könnt ihr Wurzel aus 3 durch 2 benutzen. Jetzt können wir a berechnen. Wurzel aus 3 durch 2 ist gleich a durch 4.
Wir multiplizieren beide Seiten mit 4, diese 4 wird weggekürzt. Das wird zu 2, das wird zu 1. Wir erhalten a ist gleich 2 mal Wurzel aus 3. Wir sind auf die Zielgerade. Wir haben gerade alle Seitenlänge herausgefunden. Wir haben den Satz des Herrn angewendet, um die Fläche des Dreiecks durch diese Seitenlänge zu berechnen. Wir ersetzen den a-Wert in der Formel und erhalten die Fläche. Die Fläche eines Dreiecks ist gleich a Quadrat. Wie viel beträgt unsere a Quadrat? Das ist 2 mal Wurzel aus 3 im Quadrat mal Wurzel aus 3 durch 4. Und das ist gleich 4 mal 3 mal Wurzel aus 3 durch 4. 4 wird weggekürzt. Unsere Dreieckfläche ist gleich 3 mal Wurzel aus 3. Das ist die Fläche des ganzen Dreiecks. Nun zurück zu unserer Frage. Wir sollen die Fläche dieses orangen Bereichs außerhalb des Dreiecks und innerhalb des Kreises ermitteln. Fläche eines Kreises ist 4 mal Pi. Von der ziehen wir die Dreiecksfläche 3 mal Wurzel aus 3. Wir haben es geschafft. Das ist unsere Antwort. 4Pi minus 3 mal Wurzel aus 3. Das ist die Fläche von unserem orangen Bereich. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht.